Wir Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, ich habe einen sehr schönen Text gefunden, zu meiner Zuhörerin am vergangenen Mittwoch gesagt hat, sie würde sich wünschen, dass man mehr über die Eucharistie spricht. Hier ein Text von Papst Franziskus, Eucharistie, die intimste Verbindung mit Jesus. Es ist ja das Geheimnis, dessen Einsetzung wir am Gründonnerstag feiern. Von Leichnam ist ja gleichsam ein ausgelagertes Fest, weil die Ereignisse sich bei der Verhaftung, bei der Kreuzigung, der Grablegung, der Auferstehung überstürzen, hat die Kirche ein eigenes Fest anberaumt, um die Einsetzung dieses Sakramentes besonders würdig zu feiern. Es ist nicht genau angegeben, wann Papst Franziskus das gesagt hat. Aus den Umständen kann ich aber sehen, es muss entweder im Jahr 2020 oder vorher gewesen sein. Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat. Du sollst daran denken. Mit dieser Einladung von Mose begann das Wort Gottes, das wir hören in der Feier der Liturgie. Kurz darauf bekräftigte Mose noch einmal: Vergiss den Herrn, deinen Gott, nicht. Die Heilige Schrift wurde uns geschenkt, damit wir unsere Gottvergessenheit überwinden. Wie wichtig ist es, daran zu denken, wenn wir beten. So lehrt uns auch im Psalm: Ich denke an die Taten des Herrn, ja, ich will denken an deine früheren Wunder. Auch an die Wunder und Taten, die der Herr in unserem eigenen Leben vollbracht hat. Das vergessen wir oft. Immer wieder auch zurückschauen, ja, was hat der Herr denn eigentlich schon alles getan in meinem Leben? Es ist wesentlich, sich an das Gute zu erinnern, das man empfangen hat. Ohne die Erinnerung daran werden wir uns selbst fremd, werden wir zu flüchtigen Existenzen. Ohne die Erinnerung entwurzeln wir uns von dem Boden, der uns nährt, und lassen uns wie Blätter vom Wind davontragen. Erinnerung hingegen bedeutet, sich an die stärksten Bande zu halten, sich als Teil einer Geschichte zu erleben, sich mit einem Volk zu identifizieren. Erinnerung ist keine private Angelegenheit, sondern der Weg, der uns mit Gott und den Mitmenschen verbindet. Deshalb muss in der Bibel die Erinnerung an den Herrn von Generation zu Generation weitergegeben werden. Sie muss vom Vater an den Sohn übergeben werden, wie es in einer schönen Bibelstelle heißt. Wenn dich morgen dein Kind fragt, warum achtet ihr auf die Eidesbestimmungen, auf die der Herr, unser Gott, euch verpflichtet hat? Dann sollst du deinem Kind antworten: Wir waren Sklaven. Und der Herr hat uns vor unseren Augen Zeichen und Wunder getan. Du sollst die Erinnerung an dein Kind weitergeben. Aber da gibt es ein Problem. Was, wenn die Kette der Weitergabe des Andenkens abbricht? Und dann stellt sich auch die Frage, wie man sich an etwas erinnern kann, von dem man nur gehört hat, also selbst aber nicht erlebt hat. Gott weiß, wie schwer das ist. Er weiß, wie schwach unser Gedächtnis ist. Und so hat er etwas Unglaubliches für uns getan. Er hat uns eine Gedächtnisfeier hinterlassen. Er hat uns nicht nur Worte hinterlassen, denn leicht vergisst man, was man hört. Er hat uns nicht nur die Heilige Schrift hinterlassen, denn leicht vergisst man, was man liest. Er hat uns nicht nur ein Zeichen hinterlassen, denn leicht vergisst man auch, was man sieht. Er hat uns Nahrung gegeben. Und es ist schwer, einen Geschmack zu vergessen. Er hat uns ein Brot hinterlassen, in dem er lebendig und wahrhaft zugegen ist, mit dem ganzen Geschmack seiner Liebe. Wenn wir es empfangen, können wir sagen: Es ist der Herr, er erinnert sich an mich. Deshalb hat uns Jesus gebeten: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Tut dies. Die Eucharistie ist nicht einfach nur Erinnerung, sie ist eine Tatsache. Sie ist das Pascha des Herrn, der immer neu für uns lebt. In der Messe stehen uns der Tod und die Auferstehung Jesu vor Augen. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Versammelt euch und feiert als Gemeinschaft, als Volk, als Familie die Eucharistie, um euch an mich zu erinnern. Auf sie können wir leicht nicht verzichten. Sie ist die Gedächtnisfeier Gottes und sie heilt unser verwundetes Gedächtnis. Und das führt er dann im Einzelnen aus: das verwaiste Gedächtnis, das der Herr heilt, das negative Erinnern und das verschlossene Gedächtnis. Das sind ganz tiefe Gedanken, die er uns hier geschenkt hat. Apropos Gedächtnis, Erinnerung: Gestern habe ich beim Aufräumen einige interessante Unterlagen gefunden, darunter auch eine augenärztliche Bescheinigung über die Sehleistung sowie Farbsehvermögen zur Vorlage bei der Deutschen Lufthansa Aktiengesellschaft. Sie wissen aus meiner Biografie, dass ich Flugzeugführer werden wollte. Es wird auf beiden Augen ein Visus von 100% verlangt. Binokular sehen, positives Stereosehen, normales Farbsehen, nachweisbare Augenkrankheiten, Datum 18. Januar 1979, Stempel und Unterschrift vom Augenarzt von damals, dass das vorhanden war damals. Also los geht's mit dem Fliegen, habe ich mir gedacht, aber es war dann eben doch nicht so.
bei meiner Priesterweihe, das war dann 7 Jahre später, hat jemand gesagt, hoch hinaus wollte er immer schon. Das heißt, wollte Flieger werden, jetzt ist er Priester geworden. Ja, ich freue mich jetzt, dass unser Geschäftsführer Peter Sonneborn auch mit hier ist. Ich habe ihn gebeten. Er ist ja wesentlich auch für die Finanzen und Personalführung zuständig. Peter, wir haben eine besondere Gelegenheit jetzt hier und die wir ja nach dem Brauch alter Zeiten jetzt einfach hier an dieser Stelle bewerben wollen. Vielleicht erinnern Sie sich, jene, die schon lange Zeit beim Radio dabei sind, dass wir in früheren Jahren manchmal eine gewisse Not hatten, weil einfach das Geld noch gefehlt hat und dann meistens in der Technik große Anschaffungen notwendig waren. Das ist einfach nicht billig, ein Auto, eine Sattanlage, also in unserem Ausmaßen, wie wir es halt brauchen. Und dann habe ich mich öfters hingesetzt und gesagt, wir brauchen das, bitte helft uns. Und nicht selten ist dann auch schon in den nächsten Tagen hat jemand gesagt, okay, das mache ich für euch. Aber jetzt ist es schon heftig, um was wir bitten, Peter. Es ergibt sich eine großartige Möglichkeit. Sie ist übrigens auf unserer Homepage ausgewiesen. Ein neues Gebäude für Radio Horeb. Nicht, dass wir jetzt einen Neubau planen, das wäre eine riesige Baustelle. Aber es gibt die Möglichkeit, ein Gebäude zu erwerben. Peter. Ja, noch dazu das Nachbargebäude. Das ist natürlich immer besonders wichtig, dass man möglichst nah alles beieinander hat. Dieses Gebäude, das ist die alte Schule in Balderschwang. Das war früher die Schulklasse, wo alle zusammen drin saßen. Dann war es später zum Teil die Zentrale der Telekom, wo alle Telefonverbindungen von Balderschwang, damals ja noch keine Internetverbindungen, gekreuzt wurden. Und dann das Verkehrsamt. Dann sind wir reingezogen. Jetzt haben wir schon seit einigen Jahren das ganze Erdgeschoss, seit letztem Jahr auch das erste Obergeschoss zu 2/3. Jetzt bekommen wir das letzte Drittel des Obergeschosses, allerdings im Moment noch zur Miete in Kürze, so hoffen wir dann, als unser Eigentum. Ein Haus, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aber noch sehr gute Substanz hat, was für uns wieder den Vorteil hat, dass es relativ günstig natürlich für uns zu erwerben ist, relativ. 380.000 Euro stehen hier zu Gebote, ein Grundstück gehört dazu, das dann auch, so hoffen wir, uns gehören darf, dass wir uns auf diesem Grundstück dann eben auch frei bewegen können, was auch immer bauliche Tätigkeiten mal mit sich bringen würden. Also das wird nicht jemand gleich so abrufbereit haben. Auf der Homepage steht nur fälschlicherweise 360, aber es sind 380.000 Euro. Man muss dazu sagen, dass sich hier nochmal eine kleine Preisänderung ergeben hat, weil die Verhandlungen mit der Diözese, der das Haus gehört, sich jetzt auch einige Zeit hingezogen haben und währenddessen die Grundwerte sich offiziell geändert haben und wir dann nochmal nachbessern mussten. Dadurch ging der Preis leicht nach oben. Peter, wie viele Mitarbeiter über den Daumen geschätzt sind dort untergebracht? In dem Haus drüben? Mhm. Im ersten Stock sind es bisher 7. Wenn wir die Büros dort ausbauen, kommen nochmal 4 dazu. Das sind 11 im ersten Stock und ungefähr genauso viel im Erdgeschoss, also 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Welche Hauptabteilungen sind untergebracht, Peter? Im Erdgeschoss haben wir die Online-Redaktion, den Hörerservice, CD-Dienst und ein Büro von der Technik, weil auch die Techniker hier im Medienhaus schon zu wenig Platz haben. Es ist auch ganz gut, dass immer jemand drüben ist von den Technikern und im ersten Stock die Öffentlichkeitsarbeit und in Zukunft dann auch ein Teil der Verwaltung. Also wir brauchen dieses Haus ganz dringend. Das war ein riesiges Geschenk. Ansonsten, wenn wir das jetzt nicht hätten anmieten können, wären wir sowieso schon an komplett die Grenzen gestoßen. In Corona-Zeiten war das die Rettung für uns, muss man sagen. Muss man wirklich sagen, ja. Um die Abstände einzuhalten, die ganzen Vorschriften erfüllen zu können. Ja, natürlich direkt neben dem Medienhaus in Balderschwang gelegen. Sie können es auf unserer Homepage nochmals, wie schon gesagt, anschauen. Die Räumlichkeiten sind ausgewiesen, haben es auch renoviert innen. Es besteht sogar die Möglichkeit, ein Stockwerk noch draufzusetzen, falls wir dringenden Platzbedarf haben. 380.000 wird jemand nicht gleich so parat haben. Vielleicht hat jemand eine Erbschaft gemacht, ein Grundstück verkauft, wo er es nicht braucht. Und er möchte dann den Sender Mutter Gottes unterstützen. Herzlich willkommen. Ja, würden wir uns sehr freuen. Also vergelt's Gott im Voraus. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Ja, Vertrauen. Ich werde Sie auch dann zum Mittagessen einladen für die Person und machen eine goldene Tafel, gespendet, gesponsert von XY. Genau. Ja,
Nein, ich habe einfach gedacht, weil das haben wir nicht so einfach auf Vorrat, auch bei uns. Und es ist eine einmalige Gelegenheit. Ich darf Ihnen den Segen mitgeben für den Tag, für die Woche, für Ihr persönliches Leben, auch für alle Verwundungen. Der Papst hat sie angesprochen, das verletzte Gedächtnis, das verwaiste Gedächtnis, das verschlossene Gedächtnis, dass in all diese Verwundungen der Herr hineinkommen möge mit seiner heilenden Liebe. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.